Moin moin, Hallöchen! Ich begrüße euch wieder, der Brandon von pbplay.de zu einer neuen Folge World of Warcraft. Wir schreiben im Kalender den Mittwoch und weil unsere gute Kollegin, ich zeige sie gleich nochmal und fahre dann auch mit dem Satz fort, Sekunde. Oh, da haben wir schon das Tagebuch, cool. Weil unsere gute Kollegin Prinzessin Puba hier. Ah, da kann ich leider kein Symbol geben. Oder das Chast ist nicht mehr belegt. Sie hier. Oh, eine echte Schönheit. Ihre Sachen komplett verbuddelt hat. Ich muss näher her. Also verbuddelt nicht, sondern verhuddelt. Müsste man eigentlich besser sagen. Verloren an die blöden Affen. Abziehen lassen, wie auch immer. Müssen wir die natürlich jetzt wieder beschaffen. Wie das so ist, das Fußvolk wird immer getreten. Und dann ist es auch eine Taurenprinzessin. Von der haben wir uns eigentlich gar nichts sagen zu lassen. Habe ich Armschienen? Plus 111% Verbesserung hätte ich da. Fällt mir schwer, das zu glauben. Ging schon Stufe 29. Habe ich da mehr Schaden durch? Zauber. Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. Zaubermacht. Nö, hab ich ja damit mehr. Mehr Crit. Mehr Trefferchance. Nee, ah, weniger Trefferchance. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich würde meine alten behalten. Was soll das denn? Die Anzeige kann mir ja viel erzählen. Wer weiß, ob das wirklich stimmt. Wir töten erstmal noch ein paar Himmelsmen-Gorillas. Ja, komm, pumpen wir den halt in den rein. Auch gut. Ach, der trägt zwei Sachen dabei. Wie praktisch. Wie überaus praktisch. So. Da haben wir noch so einen Gorilla. Vielleicht hat der noch was. Das letzte Teil dabei, das Zepter. Wir werden es sehen. Ich würde es begrüßen. Ja, er hat es. Hat man ihm auch direkt schon angesehen. Also, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. So, hier kann man hoch. Das Eisen müssen wir leider stehen lassen, weil wir kein Bergbauer sind. Und wir töten natürlich König Muggler. Ja klar, gib her das Quest. Ich hau den weg. So. Muckelmann, wo bist du? Ordentlich aufs Maul. Okay, der ist ganz witzig. Als Gildenname. Wo ist der Sack? Da. Ihr seht schon, der hat es verdient, König zu sein. Der ist einfach der Größte. Ja, schieß mich doch weg. Dann mache ich halt Blitzschlag. Kann ich während der Bewegung casten. Das lädt immer noch auf. Kann man den eigentlich... Nein, kann man nicht. So, nochmal eine Lava-Eruption da rein. Und nochmal schocken. Und dann fällt der dicke Mann um. Fesselschlüssel, jawohl. Ach, deswegen ist die Königin hier. Weil die hier fesselt ist. Ja, das hat er aber nichts von ihr gesagt. Da hat er aber nichts von ihr gesagt, das Prinzessin Poba. Oder ich habe es einfach nicht gelesen, weil mich nicht interessiert. Kann auch sein. Würde ich nicht ausschließen wollen. So, Prinzessin. Ja, was hast du denn da? Brauche ich nicht. Handgelenke, 7 Intelligenz. Ja, das nehme ich. Lebt wohl. Wo sind denn die? Nee, 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 nee. Da. 54% auf Wiederherstellung. Ich nehme jetzt die mit Willenskraft. Komm, da wird mir angezeigt, das sollen die besten sein. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung, auf was ich hier achten muss. Ich glaube, Willenskraft ist schon ganz gar nicht schlecht. Für den Verstärker Schamanios. Vielleicht habt ihr auch einen Schaman. Und habt da Erfahrung mit. Dann schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Das wird mir nämlich echt helfen. Ich meine, Trefferwert und sowas muss ich bestimmt achten. Aber ich weiß nicht. Was ist jetzt wichtiger? Intelligenz oder Willenskraft? Was sagt denn hier überhaupt mein Talente-Ding irgendwie? Sonst hat man ja schon mal, ey, für 20% Willenskraft... 20% deiner Willenskraft werden in,
Maximalpigmentierung umgewandelt oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier der wichtigste Wert für mich sein sollte. Steht hier auch leider nicht. Flammenschock, Blitzschock. Ah, da ist eine Pflanze. Das sind die wichtigsten Zauber für den Elementarschaman. Ja, ja. Wirken sobald verfügbar. Er haltet diesen Zauber auf dem Ziel aufrecht. Das stimmt. Also da hat Blizzard gut nachgearbeitet. Das ist jetzt vielleicht für Idioten. Da muss man nur noch nachlesen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was für Werte brauche ich. Das steht nämlich noch nirgendwo, glaube ich. Nee. So. Wo muss man hin? Wir müssen nochmal hier unten zum Kapitän Heckleberry Smots. Wegen der Truhe. Da gibt es schon wieder Armschienen. Aber Stoff, okay. Die ziehen wir nicht an. Schön, ja, mach mal. Gibt's ja Geld, ne? Erfahrung. Was habe ich denn hier für eine Quest? Stopp. Nicht übertreiben. Das hier, wo ist das? Von wem soll ich das kaufen? Von Kelsey Jans. Das ist hier der Kochmann. Jetzt. Das brauche ich. Okay, und den Wein kriege ich irgendwo anders, ne? Was ist mit Piratenbedarf? Da gibt's Papageien. 59, okay, will ich nicht haben. Doch, warte, doch. Gib mir den Nymphensittich, den hab ich schon nicht. Ah, potenzielle Kundschaft. Doch, hab ich wohl. 2 von 3. Nein, ich Idiot. Ah. Ich will ihn nicht haben. Nimm ihn zurück. Nein. Ah, Na, wer hat ihn erkannt? Louis de Finesse, genau. So, und den Portwein. Muss ich wahrscheinlich in der Gaststätte kaufen, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Blutsäge-Bukanäre. Ja, mach mal. Mach mal. Mach mal. So, Seewolf McKinney, hab ich deinen Scheiß? Gib mir jetzt was Cooles. Okay, eine neue Hose, das ist gut. Ein blödes Schild. Und Armschienen, die wir nicht brauchen. Okay. Danke. Sind die auch Leder? Leder? Ja. Und Stufe 38. Wundervoll. Totem der Erdung. Das ist hier sowas, ne? Zauber, Totem. Nee. Ach, das ist ein neues. Beschwört einen Lufttotem mit 5 Gesundheit zu Füßen des Zauberers, der einen Zauber. Das ein Schadenszauber, der auf eine Art Gruppenmitglied bewirkt, auf sich selbst umlenkt. Wobei das Totem zerstört wird. Ach so. Ah, okay, hab ich gerafft. Cool. So, wo kann ich denn hier... Ich hab was ihr braucht. Was soll ich kaufen? Portwein, ja. Portwein. Wo gibt's denn hier den... Portwein? Interessant. Ich sehe mich nur mal um. Scheiß, ey. Wo krieg ich denn den dreckigen Portwein jetzt her? Jetzt muss ich das doch lesen. So. Klein Whiskys Schnaps. Und Klein Whiskys Schnaps reicht aus, um... Okay, wo ist denn Klein Whisky? Ach, da ist der Sack. Kann ich euch helfen? Ich wusste doch, dass man in die Gaststätte muss. So, gib her. Spacko. Dass ich immer noch nicht zum Captain muss, das macht mich ein bisschen... Ach, ich muss erst die Bucht überprüfen, ne? So. Klar, stopp. Nee, wir gehen erst... Ah, stopp. Nee. Ah, hin und her gerissen, so. Wir... ich muss ja noch zum Ticker, um meine Tasche mal ein bisschen zu leeren. Und meine Geldbörse ein bisschen zu füllen. So, aber das machen wir gleich, denn wir kriegen ja hier bestimmt wieder scheiß Belohnung. Und ich glaube, ich muss auch in die Mokrasch umhauen. Aber das ist nur eine Vermutung.
City. Negolasch. Ah, ist da unten. Auch gut, ich dachte, ich müsste den töten. Wird auch ein Quest, aber vielleicht... Also wenn wir das nicht bekommen, dann gehen wir einfach so rüber und hauen den um, weil ich hau den auf jeden Fall noch um. So. Jetzt habe ich immer noch die Taschen voll. Gehen wir nochmal runter. Hier ist doch auch so ein Reparaturtyp, ne? Bogenmacher, der ist perfekt für meine Verhältnisse hier. So, was brauchen wir nicht? Die schillernde Perle können wir noch verkaufen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Hier kann man leider nicht so einfach über Knopf die ganze graue Kacke verkaufen. Da müsste man jetzt ein Add-on für installieren. Habe ich aber nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das brauchen wir noch. Oder? Stopp, stopp, stopp. Nein, brauchen wir nicht. Stoff, Stoff, Muschelfleisch. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das packen wir mal da drauf. Dann packen wir das dahin. Das dahin. Zack. So, und die Kiste kann auch noch hier oben hin. Reparieren. Und fertig. Weg. Ah, ich kann hier nicht aufsitzen. Okay. Muss ich doch rauslaufen. So. Hier übrigens in dem Körper von dem kleinen Goblin-Männchen ist haufenweise Gold. Gold, Diamanten, Schmuck, Schätze der Game Masters. Früher war das nämlich die Game Master-Insel. Ich weiß nicht, ob es die immer noch ist. Keine Ahnung. Ist mir auch total egal. Hallo. Ich wollte nur mal gucken, was hier so abgeht. Oh, da muss ich glaube ich doch jemanden töten. Da habe ich irgendwo eine Pflanze vernommen. Ah, die Richtung ist nicht schlecht. Ich muss da hin. Da muss ich ja den da töten. Mist. Ich muss ja hier die Karte lesen. Das wusste ich nicht. Erst etwas anvisieren. Guter Junge Bruce. Ja, dann töten wir doch. Hi, guter Junge Bruce. Frisst die Lava-Eruption. So. Oh, da habe ich eine Münze bekommen. Eine verwitterte Münze. Ja, ich berichte von meinen Entdeckungen. Mich würde viel mehr interessieren, wo die Pflanze... Ah, da ist die Pflanze, okay. Ah, das Gold. Auch noch gefunden. Kann ich leider nicht abhaken. Aber wir haben schon mal ein bisschen Golddorn. So. Der Zaubernbukanier, der kann mich mal da besuchen, wo die Sonne nicht scheint. Der auch. Ja, dann komm noch. Zauber noch deinen Feuerball. Hui! Ist leider daneben geflogen. Weil ich so schnelle Reflexe habe. So, da gehen wir jetzt erstmal hin. Und hauen Negolasch weg. Also nicht Legolas, sondern Negolasch, für alle, die es falsch verstanden haben. Gott, war der flach. Aber für den Fall, oder weil es so ist, dass ich manchmal ein bisschen nuschel, das weiß ich selber. Ja. Nein. War natürlich jetzt nur Spaß. Was ist das denn für einer? Oi. Oi. Oi, 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 oi. Meistertierzähmer. Ich hätte gern den Kern und Welpen. Nee, brauche ich nicht. Habe ich selber. Bekommt man nämlich, wenn man seinen Account schützt. Mit einem Token. Oder seinem Handy. Und weil ich keinen Bock habe, mir einen Token zu kaufen, habe ich mein Handy genommen. Ist doch klar. So, dich töten wir noch nicht. Lass mich also in Ruhe. Ich will nur die Pflanze sammeln. Dann 800 Erfahrung kriegt man dafür. 800 Erfahrung. Dann müssen wir hier vorne hin. Hier ist nämlich das Boot, von dem gesprochen wurde. Da kommt die Kiste rein. Ja, der Lebensmittels. Und dann können wir gucken, wie Negolasch kommt. Ich bin außer Reichweite. Ja, du riechst Essen. Das ist mir total egal. Komm her jetzt.
Jetzt muss ich ja noch auf den warten hier. Zack. Das ist zu weit entfernt. So. Volle Kraft voraus. Alles in Nikolas rein. Jetzt habe ich eine Achtfot in der Erde. Das kennt ihr raus. Ui, da hat er mich betäubt. Lava-Eruption. Und kabumm. Ich hab den umgehauen. Kein Problem, habe ich gern gemacht. So, okay. Zurück nach Beutebucht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wir haben jetzt leider nur die blöden zwei Quests. Und müssen dann leider immer wieder hin und her jetzt. Ich hoffe, jetzt kommt man wieder einen Sturm mit Quests. Aber ich glaube, so viele, so richtig viele kommen auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, kann man hier irgendwo... Wo ist dieses Erfolgsfenster? Ich habe die Taste habe ich bestimmt umgelegt. Deswegen da, genau. Erfolge. Quests. Östliche Königreiche. Ach, das habe ich ja schon fertig. Ach nee, das war was anderes. Das war Großwildjagd. 50 Quests im nördlichen, okay. Schlingendorn Cup. 60 Quests, da ist es doch. Ich mach mal den Verlauf an, dann können wir es hier oben nämlich sehen. 60. Oh. Wofür ist das Fragezeichen? Tötet Mokrasch. Und bekommt Kram. Mache ich. So, Mokrasch. Ach, der wird gerade schon gegrillt von irgendjemandem. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Naja, gut. Hat er irgendwie nicht hingekriegt, solange er sich noch prügelt. Ach, da kann ich euch jetzt nicht zeigen, ich komme da nämlich nicht hoch. Blumen wachsen ja leider nicht. Ach, der ist Stufe 20. Deswegen hat er so Probleme mit. Ja, komm, ich hau den für dich um, ey. Geh mir jetzt nicht auf den Keks. Penner. Ich muss nämlich, leider muss ich den hier töten fürs Quest. So, aber weil wir jetzt noch warten müssen, würde ich sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Die Folge ist nämlich schon relativ weit fortgeschritten. Und beim nächsten Mal töten wir dann direkt den Riesen und machen dann weiter mit den anderen Quests. Also, bis dahin, der Brennen. Tschüss!